Zeuge Ernst Toch, Österreich, Grafiker, 52 Jahre alt, 52. Verhandlungstag, 5.06.1964. Gelernt? Ja, den habe ich kennengelernt. Dann sagen Sie uns mal bitte, ob Sie noch den Anlass wissen, der Sie zum ersten Mal mit Claire zusammengebracht hat. Der Anlass war eigentlich die Aufgabe für den SDG Claire, den damaligen SDG Claire, aus Anlass seiner Verheiratung seiner Nichte oder Tochter oder sonst irgendetwas, eine, wie ich das formulieren soll. Also er hat bei diesem Anlass vorgehabt, einen Leierkastenmann zu spielen. Und ich musste nach dem Lied Gold und Silber liebe ich sehr, musste ich verschiedene Zeichnungen anfertigen, die in einen Kasten gedreht wurden und da hat das in einer Art von Film oder sowas ähnliches hatte das dann abgerollt. Nicht? Ja. Wissen Sie noch, wann das gewesen ist? Ja, also den Tag genau kann ich natürlich nicht sagen, aber das muss im Frühjahr 1943 gewesen sein. Also wir wollen die Zeit noch mal kurz rekapitulieren, weil es uns hier sehr genau drauf ankommt. Sie sind nach Auschwitz gekommen, haben Sie uns gesagt, im Oktober 1942. Sie haben bei Ihrer früheren Vernehmung bei dem Untersuchungsrichter gesagt, es kann vielleicht auch November 1942 gewesen sein. Das wussten Sie damals nicht mehr so ganz genau. Naja, ist auch nicht so wichtig. Dann haben Sie gearbeitet und sagten, dass Sie vielleicht Anfang Dezember zum ersten Mal auf Block 20 gekommen sind als Kranker. Ja. Und dann waren Sie ein Jahr fast tätig bei dem Bauhof. Nein. Was sagt er, wo er war? Bitte? Um die Jahreswende 42, 43 sind Sie doch dann wieder reingekommen. Da bin ich wieder reingekommen. Ach so, das war gar kein Jahr, das war praktisch nur ein Monat. Ja, war nicht praktisch einmal ein Monat. Nicht, ja, das nicht mal ein Monat. Da sind Sie wieder erneut reingekommen und sind Schreiber geworden. Im Krankenbau, wann? Das mag begonnen haben Ende Februar oder Anfang März. Ja, Sie haben einmal gesagt, Sie hätten unter vorläufiger Quarantäne gestanden, die hätte 4 Wochen gedauert. Und darf ich dazu sagen? Ja, bitte schön. Diese Formulierung vorläufige Quarantäne bezieht sich auf die Sperre des Krankensaales wegen des Fleckfiebers. Eben. Aber Sie meinen, es könnte also ungefähr Februar 43 gewesen sein, dass Sie dann zum Häftlingsschreiber geworden sind. Bestimmt ganz zu Ende Februar, Anfang März. Ende Februar, Anfang März. Ja, ja. Hatten Sie bis dahin den Angeklagten Claire schon kennengelernt? Nein. Oder haben Sie ihn erst kennengelernt, als Sie dort Häftlingsschreiber waren? Ich habe ihn erst zu dem Zeitpunkt kennengelernt, wo von ihm persönlich mir diese Aufgabe der Zeichnungen übertragen wurde. Und da waren Sie schon Häftlingsschreiber? Da war ich schon Schreiber. Waren Sie schon längere Zeit Häftlingsschreiber oder war das unmittelbar nach Ihrer Einstellung? Unmittelbar, denn man hat ihn ja wegen meiner, sagen, ich will nicht von zeichnerischen Können sprechen, aber wegen dem Mann, der in der Lage wäre, diese Aufgabe, die er in der Schreibstube gestellt hat, zu lösen. Deswegen hat man Sie darüber genommen. Ihn da auf mich aufmerksam gemacht. Also könnten wir sagen, es war Ende Februar, Anfang März 1943, als Sie Claire kennenlernten. Ja. Und was war er damals? Sie sagten SDG, also sein Desdienstgrad, im Krankenbau? Er war damals wahrscheinlich, also das sind natürlich Annahmen, das hat mir niemand, hat mir seine Funktion genau bekannt gegeben. Aber er musste irgendeinen Auftrag im Krankenbau haben, denn sonst wäre er ja gar nicht hineingekommen. Soweit ich die Verhältnisse in den Lagern kenne, so konnte ja im Lager sich nur bewegen, auch ein SS-Mann, der bestimmte Funktionen im Lager zu erfüllen hat. Nur nachdem Sie also dort Häftlingsschreiber waren, da haben Sie doch sehr bald vermutlich festgestellt, wer in diesem Häftlingskrankenbau SDG war.
Denn die, mit den Leuten hatten sie doch täglich zu tun. Das waren doch praktisch ihre Vorgesetzten. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich unmittelbar eigentlich mit den SDG-Leuten nichts zu tun gehabt habe, weil ich ja keine medizinische Funktion zu erfüllen hatte, sondern mehr oder weniger in der Verwaltung, also mit der Ausfüllung von Listen oder so irgendetwas, wozu mir nicht der SDG unbedingt die Weisung geben musste, sondern eben der Rapportschreiber oder der jeweilige Kap oder Schreibstube, nicht? Herr Toch, wenn Sie nichts dagegen haben, wollen wir Ihre Aussagen auf ein Tonband aufnehmen, damit das Gericht eine Gedächtnisstütze hat, ja? Bitte sehr. Dankeschön. Wollen Sie das vermerken? Ja. Claire hat Ihnen also diesen Auftrag gegeben und Sie meinen, es genau auf die Zeit Ende Februar, Anfang März 1943 festlegen zu können, dass Sie den Claire damals kennengelernt haben. Ich möchte genauer sagen, dass zu diesem Zeitpunkt ich begonnen habe, in der Häftlingsschreibstube zu arbeiten. Ja. Den Auftrag vom Claire habe ich natürlich etwas später bekommen. Ja. Aber also sagen wir, spätestens im März, Anfang März haben Sie Claire kennengelernt. Naja, bitte, wenn das nicht so wichtig ist, so doch, kann ich dem so beistimmen. Ich habe ihn jedenfalls im Laufe des März im Laufe des März kennengelernt. Nun, haben Sie auch beobachtet, dass Claire dort irgendwelche Handlungen vorgenommen hat an den Häftlingen, die dort im Krankenbau eingeliefert waren? Ich habe den Claire einmal beobachtet, als er auf Block 20 in meinem Beisein zwei Häftlinge durch Injektionen in die Herzgegend getötet hat. Wollen Sie uns bitte mal erzählen, wieso Sie dazu hingekommen sind und wieso Ihnen das möglich war? Ich wurde damals in der Schreibstube beauftragt, eine Nachricht auf Block 20 zu überbringen. Um welche Nachricht es sich handelt, kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Ich bin zu diesem Zweck vom Block 21 auf Block 20 hinübergegangen, über den Hof, und habe den Gang im Block 20 betreten. Wo sind Sie hereingegangen in Block 20? Von der Tür im Hof. Im Hof? Ja, zwischen den beiden Blocks ist ein Hof und es war daher nicht notwendig, dass ich die Straße betreten habe, sondern ich konnte über den Hof gehen. Ne? Ein Teil dieses Ganges war am Ende mit Decken verhängt. Vor diesen Decken stand eine Anzahl von Häftlingen, entkleidet. Und nachdem dort niemand anderer zu sehen war, bin ich hinter den Deckenverschlag gegangen und da konnte ich beobachten, dass ein eben hereingerufener Häftling sich auf einen Hocker setzen musste. Oder er wurde aufgefordert, die linke Hand über die Augen zu geben. Er wurde gefragt, woher er kommt. Das ist in verkehrter Reihenfolge gewesen. Also zuerst wurde er gefragt, woher er stammt, und dann hat man ihn aufgefordert, die linke Hand über die Augen zu legen, und dann hat der Claire gespritzt. Ins Herz gegeben? Oder in die Brust jedenfalls? In die Brust. Ja. Das hat der Claire selbst gemacht? Ja. Waren da noch andere Häftlinge dabei? Ich erinnere mich, dass ein Häftling dabei war, der auch die Frage gestellt hat, woher kommst du, und gibt die linke Hand über die Augen. Ich könnte heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, wer das war. Ja. Ist in Ihrer Gegenwart nur ein Häftling auf diese Weise getötet worden oder zwei? Zwei Häftlinge. Denn der eine wurde getötet bei meinem Hereinkommen und dann hat sich dieser Vorgang, der wahrscheinlich, also der sich ja dauernd abgespielt hat, einmal wiederholt. Da konnte ich eben beobachten, dass er
gefragt wurde nach seiner Herkunft und aufgefordert wurde, die linke Hand, den linken Unterarm über die Augen zu legen. Ja. Wissen Sie, ob es sich bei diesen Häftlingen um junge Leute gehandelt hat? Ich bin überzeugt davon, dass es junge Leute waren, obwohl das Alter ja nicht genau festzustellen war in dem Grad der Abmagerung, in dem sie sich befunden haben. Wie viele Leute ungefähr standen in dem Flur vor dieser Decke, die den Flur abgrenzte von diesem Raum, wo das geschah? Das ungefähr. Kann es 20 gewesen sein, 30? Ich glaube, ich würde eher sagen 10 bis 12. 10 bis 12. Was das für Leute waren und wieso Claire dazu gekommen ist, die zu töten, haben Sie da was erfahren darüber? Nein. Haben Sie nichts erfahren? Wenn darüber gesprochen wurde, dann, ich weiß gar nicht, ob ich dann gesprochen habe darüber, denn es war für mich ein schreckliches Erlebnis. Sehr großer Schock. Nun, sagen Sie bitte, Herr Zeuge, wann war das ungefähr, wie Sie da dort waren? Ich kann dazu, um die Zeit zu schildern, eigentlich nur sagen, dass es wohl schon eine wärmere Jahreszeit war, denn ich bin in Hemdärmeln hinübergegangen. Daran kann ich mich genau erinnern. Also es muss entweder im Spätfrühling oder im Frühsommer gewesen sein. 1943, ja. Der Angeklagte Claire hat uns hier auf wiederholtes Befragen immer wieder gesagt, er sei bereits im Mai 1942 aus dem Häftlingskrankenbau wegkommandiert worden zu den Desinfektoren und habe seit dieser Zeit im Häftlingskrankenbau überhaupt keinen Dienst mehr getan. Ja, wie soll ich mich dazu äußern, ob das glaubwürdig ist? Ja, also ich meine, Sie bleiben angesichts dieses Vorhalts bei Ihrer Aussage, dass Sie ihn dort kennengelernt und dass Sie das mit ihm erlebt haben, was Sie uns eben erzählt haben. Ja. Haben Sie auch den Angeklagten Scherbe oder Handel dort kennengelernt in dem Häftlingskrankenbau? Mit dem Namen Scherbe verbinde ich keine Person. Es ist sicher, wenn er dort Dienst gemacht hat, so habe ich ihn gekannt, aber ich kenne den Namen nicht, der ist mir entfallen. Den Angeklagten Hantl kenne ich natürlich, an ihn kann ich mich gut erinnern. Was haben Sie von Hantl für einen Eindruck oder haben Sie irgendwelche bestimmten Erlebnisse mit ihm gehabt? Nun, zu dem Hantl kann ich eigentlich nur sagen, dass er öfter zu uns in die Schreibstube hineingekommen ist und dort sehr gern mit den Häftlingen tschechischer Nationalität geplaudert hat und sich an die guten Zeiten in der Tschechoslowakei erinnern wollte oder erinnert werden wollte. Im Großen und Ganzen ein ziemlich farbloser Mensch gewesen und irgendwelche kriminellen Handlungen habe ich ihn nicht beobachtet. Ja. Haben Sie auch den Angeklagten Kaduk kennengelernt? Ja. Was war das für ein Mann? Was hat er für eine Funktion gehabt? Was hat er für einen Ruf gehabt? Kaduk war Rapportführer und hat den auch für SS-Leute denkbar schlechtesten Ruf gehabt. Das heißt, wenn ich sage für SS-Leute, so ist das so aufzufassen, dass die Häftlinge sich gegenseitig informiert haben über das Verhalten der SS, der einzelnen SS-Angehörigen gegenüber den Häftlingen. Dass man also bemüht war, dem einen oder dem anderen SS-Mann in weitem Bogen auszuweichen und bei dem anderen doch verhältnismäßig gleichgültig war. Kaduk war immer eine Gefahr. Haben Sie mit Kaduk einmal ein persönliches Erlebnis gehabt? Ich wurde von Kaduk meine erste Begegnung persönlich mit Kaduk war ein Zusammentreffen in der Nacht auf der Lagerstraße.
Als ich vom Block 20 auf Block 21 gegangen bin, da hat er mich gefragt, was ich in der Nacht auf der Lagerstraße tue, denn das war nach Einschluss. Und ich habe mich gemeldet mit der vorgeschriebenen Formel, Häftling 70231, Häftlingskrankenbau, Schreibstube, Nachtdienst. Mit entsprechender militärischer Haltung hat er das akzeptiert und hat mich laufen lassen ohne weitere Kontrolle. Ja. Das war die erste Begegnung mit Kaduk. Und die letzte? Ja, wenn ich dazu noch etwas sagen darf. Natürlich habe ich ihn auch gesehen, aber ohne dass er von mir Notiz genommen hat. Dadurch, dass ich in der Schreibstube beschäftigt war, musste ich des Öfteren den Morgenappell, das heißt den Standesbericht vom Krankenbau zur Häftlingsschreibstube bringen. Und da habe ich ihn des Öfteren dort gesehen auch. Aber ohne persönliche Begegnung. Ja. Und wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Zum letzten Mal habe ich den damaligen Rapportführer Kaduk gesehen, als er vor der Küche, der Häftlingsküche, einen holländischen Häftling, der als Arzt oder Pfleger im Krankenbau beschäftigt war, erschossen hat. Ja. Wollen Sie uns mal sagen, wann das gewesen ist? Das muss am 18. Januar ist der letzte Transport weggegangen. Also dann mag das um den 20. oder 21. Januar gewesen sein. 1945, ja. Und dann erzählen Sie uns mal, was da gewesen ist. Ich hatte damals die Aufgabe, die bettlägerigen Kranken mit Nahrung zu versorgen, soweit das im Rahmen meiner Möglichkeiten war. Wieso hatten Sie den Auftrag, die Kranken zu versorgen? Also das Lager wurde evakuiert. Ja. Und eine Reihe von Krankenhäftlingen ist im Krankenbau zurückgeblieben. Ich habe nachträglich erfahren, dass das 1300 waren. Und dazu auch die Pfleger, die im Krankenbau beschäftigt waren und sich entschlossen haben, die Evakuation nicht mitzumachen, sondern in Auschwitz entweder auf die Befreiung oder auf sonstige Ereignisse zu warten. Ich habe mich entschlossen, auch da zu bleiben und habe dann in der Früh, als der große Transport weggegangen ist, mich entschlossen, nachdem ich eigentlich mich bei den Kranken versteckt habe und mich dadurch der Evakuierung entzogen habe, für die Kranken zu sorgen, soweit ich das kann. Ich habe mich da installiert in der Diätküche im Block 28 und bin drangegangen, Nahrungsmittel zu besorgen, um eben kochen zu können. Ich habe vom damaligen Chef, einem der Küchenchefs, dem Österreicher Unterscharführer Schebeck, Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt bekommen und musste mich auch um Wasser kümmern. Denn es war ja alles eingestellt. Es hat keinen Strom, kein Wasser und so weiter gegeben. Und dazu habe ich eben den Feuerlöschteich, der da vorhanden war, ausersehen. Und bin, um nicht allzu viel auf der, denn die Verhältnisse waren ja noch gar nicht so sicher, und bin zu diesem Zweck zum Feuerlöschteich hingegangen und habe mir das angesehen. Und auf dem Rückweg bin ich durch den Block 6 und Block 17 gegangen. Ja? Bin ich zu nah, oder? Aha. Und als ich aus dem Block 17 herauskam, auf der Stiege, konnte ich diesen Vorfall, den ich geschildert habe, mit Kaduk und dem Holländer Ackermann beobachten. Und was haben Sie da beobachtet? Kaduk stand dem Holländer in einer Entfernung von vielleicht 3 Metern gegenüber. Es dürfte da einen Wortwechsel gegeben haben, den ich allerdings nicht verstehen konnte. Und Kaduk hat die Pistole gezogen und hat den Mann erschossen.
Das war also, wie Sie uns sagten, nach der Evakuierung des Lagers. Ja. War Kartuk da schon einmal weg gewesen und wieder zurückgekehrt? Oder wieso kam denn Kartuk noch in das Lager, nachdem das Lager evakuiert war? Ja, die Beweggründe seines Verhaltens, die kenne ich natürlich nicht. Er kam, das eine Mal hat er das Lager betreten und auch schon vorher einmal. Ja, Sie sagten, es handelt sich um einen Häftling namens Ackermann, einen holländischen Häftling namens Ackermann. Wieso wissen Sie das und wissen Sie, dass der Mann wirklich totgeschossen gewesen ist? Nachdem der Kaduk die Schüsse auf ihn abgegeben hat, konnte ich noch sehen, dass er zusammengebrochen ist. Dann hat Kaduk sich umgewendet, also eine halbe Wendung nach links gemacht und die Pistole noch immer im Anschlag und hat weitergeschossen. Und ich bin über die Stiege runtergesprungen und war dadurch gedeckt, aber er hat geschossen. Also es war sonst niemand auf der Lagerstraße. Dass der Häftling Ackermann geheißen hat, ich möchte da auf keinen Fall etwas konstruieren. Mir ist der Name geläufig. Ich habe den Häftling auch gekannt. Und es wurde mir bestätigt von Dr. Steinberg und Dr. Gordon, zwei Ärzten auf Block 21, dass der Häftling Ackermann an den Folgen der Bauchschüsse gestorben ist. Wo hatten Sie den Namen Ackermann her? Ja. Es kann natürlich möglich sein, dass mir der Name nachher gesagt wurde, dass er mir bestätigt wurde. Tatsache ist aber, dass ich den Mann gekannt habe. Von Angesicht? Ja. Nun war es ja im Allgemeinen in einem Lager nicht üblich, dass man sich seine Familiennamen da mitteile. Gewöhnlich haben die Leute den Vornamen gewusst oder einen Rufnamen oder sonst irgendetwas. Und oft nicht einmal das. Denn bei uns als Schreiber ist ja auch der Häftling auch nur mit der Nummer aufgeschienen. Ja. Im Großen und Ganzen. Nicht ja. Sodass Sie ja im Allgemeinen gar nicht wissen konnten, wie die Leute hießen. Und deshalb wundert es mich, dass Sie in diesem Fall sagen können, es war der Häftling Ackermann. Nun ja, er war ja im Krankenbau beschäftigt auch. Ach, der war auch im Krankenbau ja, beschäftigt? Ja, natürlich. Er war also Mediziner, ich weiß noch nicht, ob er seinen Doktortitel schon hatte, aber er war entweder als Pfleger oder als Arzt im Krankenbau beschäftigt. Ach, so war nicht? Das. Aha. Ja, nun haben Sie während dieser Zeit, wo Kaduk da zurückgekommen ist, ihn noch ein anderes Mal erlebt? Ja, und zwar wahrscheinlich einen Tag vor dem Vorfall. Ja. Da kam er auf den Block 28, wo ich in der Diätküche beschäftigt war. In Begleitung eines BV-Häftlings, der mir bekannt war, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Dieser BV-er war vorher als Patient im Krankenbau gelegen und daher habe ich ihn gekannt. Und Kaduk hat mich nach dem Totenbuch gefragt. Das Totenbuch war immer aufgelegen im Leichenkeller, der im Block 28 im Keller unten installiert war. Ich habe ihn informiert, den Kaduk, dass wir einige Tage oder eine kurze Zeit vorher unter Aufsicht vom Standortarzt Dr. Fischer sämtliche Unterlagen, soweit sie für diesen Dr. Fischer erreichbar waren, verbrannt haben in der neuen Wäscherei.
Er hat mich dann dazu veranlasst, mit ihm in den Leichenkeller hinunterzugehen und hat sich davon überzeugt, dass das Totenbuch nicht mehr da war. Und dann? Hat er dann noch etwas von Ihnen gewollt? Oder? Das sind Vermutungen, nicht wahr? Die eigentlich, ich habe das Gefühl gehabt, dass er mich wahrscheinlich am liebsten liquidiert hätte in diesem Zeitpunkt. Aber es ist doch nicht geschehen. Es ist nicht dazu gekommen, wahrscheinlich aus dem Grund. Er hat mich beim Portionsschneiden getroffen und ich hatte das Brotmesser in der Hand und bin mit dem Messer in der Hand mit ihm in den Leichenkeller hinuntergegangen. Haben Sie zwischen diesen beiden Erlebnissen, nämlich dem ersten Erlebnis, wo Sie ihn kennenlernten, und diesem letzten Tag, wo er noch einmal zurückgekommen ist mit Kaduk, in der Zwischenzeit noch irgendein Erlebnis gehabt? Nein. Wissen Sie, ob Kaduk aus eigener Initiative Selektionen im Lager durchgeführt hat? Als Mitglied der Häftlingsschreibstube war mir bekannt, dass er einmal eine große Selektion, und zwar muss das im Herbst 1944 gewesen sein, selbst aus Eigeninitiative durchgeführt hat. Im Herbst 1944? 1944, ja. Ja, das haben Sie erzählt bekommen. Das bekam, also in meiner Funktion als Häftling, als Schreiber in der Häftlingsschreibstube habe ich das erfahren. Nicht? Haben Sie erfahren. Ja. Wissen Sie, wo das gewesen sein soll und wie viel er da ausgewählt haben soll? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Also, ich werde es wohl damals gewusst haben, denn wir haben ja die Listen schreiben müssen, aber es ist mir entfallen. Haben Sie von Claire auch erfahren, dass er Selektion durchgeführt haben soll? Ja, höchstens aus Erzählungen. Aus Erzählungen? Ja, ich selbst. Aus den, Sie haben Listen geschrieben. Womit haben Sie sich eigentlich befasst, diese Listen? Waren das Totenlisten oder Arbeitslisten oder was war das? Meine Funktion war in der Schreibstube, nachdem ich sozusagen mit grafischen Arbeiten nicht ausgelastet war, bekam ich die Aufgabe, die Häftlinge, die von den Ärzten aus dem Krankenbau als wieder arbeitsfähig entlassen wurden, ihrem alten Kommando zuzuführen. Ja. Das war meine Aufgabe. Und dann hatte ich manches Mal den Lagerarzt zu begleiten bei der Untersuchung der Häftlinge, die als Neuzugänge in die Quarantäne eingeliefert wurden und auf Transport in verschiedene Seitenlager, in Zweiglager gegangen sind. Und da musste ich die Transportlisten schreiben. Also die Nummern, das heißt die Häftlinge, die er bezeichnet hat, deren Nummern aufschreiben. Ja. Das war Ihre Tätigkeit dort. Sie haben mit Toten, Meldungen und dergleichen Dinge nichts zu tun gehabt. Nein, habe ich nichts zu tun gehabt. Das ist nur eine Frage. Von Seiten des Gerichts. Von Seiten der Staatsanwaltschaft. Herr Toch, Sie sind von dem Konzentrationslager Sachsenhausen nach Auschwitz überstellt worden. Ja. Ja. Können Sie sich noch erinnern, wie stark der Transport war, ungefähr, mit dem Sie zusammen in Auschwitz angekommen sind? Es mögen ungefähr zwischen 500 und 600 Mann gewesen sein. Waren das lauter Häftlinge, die der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehörten? Ja. Das heißt, mit einer, wenn ich mir erlauben darf, eine Einschränkung ist in Sachsenhausen. Wollen Sie in das Mikrofon bitte sprechen? Ja, entschuldigen Sie. In Sachsenhausen war nicht die Glaubensgemeinschaft maßgebend, sondern die Abstammung. Es wurde also auf Mischlinge katholischer Konfession keine Rücksicht genommen. Also der Häftlingstransport, wenn ich Sie recht verstehe, bestand aus lauter Häftlingen, die
in den Augen der SS-Leute Juden waren. Juden waren, ja. Richtig. Wo sind Sie denn angekommen? Am Bahnhof in Auschwitz? Am Bahnhof in Auschwitz, ja. Und sind Sie dort auch ausgeladen worden? Wir sind dort ausgeladen worden und sind ins Stammlager, also ist mir dann bekannt geworden, Stammlager 1 einmarschiert. Und fand da eine Selektion statt? Und wenn ja, wo? Es fand eine Selektion statt. Wo? Das heißt, es fand eine Aussonderung statt. Ja. Und die hat folgenden Ablauf. Wir mussten uns nackt ausziehen und mussten vor einem SS-Mann, in dem ich nachher kennengelernt habe, den Dr. Endres, im Laufschritt vorüberlaufen, und er hat da eine Aussonderung vorgenommen. Es sind ungefähr 100 Häftlinge abgesondert worden, die ich nie mehr gesehen habe. Und wo war das? Das war in dem Raum zwischen dem, sagen wir, Block 17 und Block 16. Also auf dem großen Appellplatz eigentlich, gegenüber der Küche. Keine Frage. Erstmal Laumann. Herr Zeuge, Sie haben vorhin angegeben, Sie seien in den Häftlingskrankenbau gekommen mit schweren Phlegmonen, die Sie sich durch Hundebisse zugezogen hätten. Können Sie kurz schildern, wie es dazu kam? Ich war in dem Außenkommando Chelmek und dort waren wohl sogar für Konzentrationslagerverhältnisse, war eine sehr schlimme Situation. Wir waren ca. 150 Juden mit einem Kapo, der eigenartigerweise gerade aus Frankfurt kam auch, einem Befauer. Und wir hatten eine Gruppe von SS-Leuten zur Bewachung, die zu ihrer Unterstützung Hunde hatten. Die Latrine befand sich außerhalb dieser Postenkette und man musste den Posten um die Erlaubnis fragen, austreten zu dürfen. Das habe ich einmal getan und er hat mir die Erlaubnis gegeben und hat mir dann zwei Hunde nachgehetzt. Und daher, aus diesem Vorfall datieren die Hunde bis und nachher auch die Phlegmonen. Ja. Dankeschön. Keine Frage. Herr Rissmann, Dr. Stolling 2. Herr Toch, kannten Sie Lagerärzte? Und wenn ja, welche? Ich kannte persönlich den Dr. Endres, Dr. Fischer, Dr. Wirz, Dr. Thilo, Dr. König, Dr. Klein. Kannten Sie Dr. Lukas? Nein. Haben Sie mal seinen Namen gehört? In Auschwitz nicht. Danke sehr. Keine Frage mehr. Herr Zeuge, wissen Sie zufällig die Häftlingsnummer von dem Häftling Ackermann? Nein. Der Vorfall mit dem Häftling Ackermann war nach Ihrer Schilderung etwa am 20. Januar 1945. Ja. War zu dieser Zeit das Lager schon weitgehend geräumt? Weitgehend geräumt. Waren da noch Räumungstransporte nach dieser Zeit oder waren die schon weg? Ja, sehen Sie, es hat ein großer Transport stattgefunden um den 18. Und da ist das Gros der Häftlinge weggegangen und dann weiß ich natürlich nicht mehr, ob das ein oder zwei oder drei Tage später war, ist der Rest der Häftlinge abmarschiert. Also es hat eigentlich nur zwei Transporte gegeben bei der Evakuierung. Einen großen und dann einen etwas geringeren. Gut, dann eine andere Frage. Sind Sie schon einmal in einem Verfahren gegen Kaduk als Zeuge vernommen worden? Und zwar 46? Nein. In Bautzen? Nein. Nicht vernommen worden. Dankeschön. Keine Frage. Haben die Angeklagten Erklärungen abzugeben oder Fragen zu stellen, Kaduk? Guten
1945, am 18. Januar, wurde das Lager Auschwitz evakuiert. Ein Transport ist nach Mauthausen, ein nach Nordhausen und ein Transport ist nach Dachau. Da sind die Kranken abtransportiert worden. Ab 17. Januar, Vormittag um 10 Uhr, haben die SS-Führer ihre Frauen weggeschafft. Ich bin zum Obersturmführer Hessle gegangen und habe ihn gebeten, ich möchte Urlaub haben wollen. Ich wollte meine Frau in Deckung bringen, zu meinen Verwandten, nach Lublitz. Am 19. wollte ich gerne nach Auschwitz wieder zurück. Bin auf den Bahnhof gekommen, da haben mir Zivilisten gesagt, wohin wollen Sie? Habe ich gesagt, ich möchte nach Auschwitz. Die sagten mir, Auschwitz ist geräumt. Aber ich habe mich davon nicht abbringen lassen. Bin nach Auschwitz marschiert, also gefahren nach Auschwitz. Komme ich nach Auschwitz, war alles leer gewesen. Alles aufgerissen war gewesen, die Küche beim Schäbeck und die Zimmer waren alles aufgerissen. Da habe ich keine Begegnung gehabt mit Herrn Toch, auch mit keinem Herrn Ackermann. Von dort aus habe ich mich begeben, dann bin ich zum Bahnhof gefahren, hatte ein Fahrrad gehabt, Nummer 227, das habe ich unterstellt gehabt. Da bin ich am Bahnhof gefahren und von dort aus habe ich mich gemacht nach Mauthausen. Und in der Tschechoslowakei habe ich dann den Transport erwischt. Und von dort aus bin ich nach Mauthausen gekommen. Ich habe einen Fall gehabt mit einem Toch, kenne ich persönlich nicht. Ich kenne ihn, ich weiß jetzt nicht, ob es ist, ist das zu lange her. Im Jahre 1944, das war Anfang Dezember gewesen, so am 10. oder 15. Dezember, die Zeit kann ich mir, genaue Zeit möchte ich nicht ansagen, da war der Herr Toch im Krankenbau als Tierposten. Und ich habe bemerkt, dass zwei Häftlinge von anderen Blöcken reingegangen sind in den Krankenbau. Und da bin ich rangegangen in den Krankenbau und da war der Herr Toch nicht da gewesen. Am Tierposten. Ich habe ihn gerufen lassen, dann kam er zu mir und da habe ich die zwei Häftlinge, die auf dem Treppenhaus erwischt habe, da habe ich gesagt, was soll das, wo waren sie gewesen? Hat er gesagt, er war austreten gewesen. Und da habe ich ihn nicht erschossen, aber ich habe ihm Opfer gegeben, oder zwei, da ist er bis an die Wand geflogen, sagen wir mal. Und ich habe keine Begegnung, so weitere Begegnungen gehabt. Ich habe keinen Ackermann erschossen, da keine Häftlinge mehr da waren gewesen. Und im Totenbuch, um das Totenbuch habe ich mich gar nicht interessiert, das war mir keine meine Aufgabe von mir gewesen. Ich hatte mit Krankenbau gar nichts zu tun gehabt. Stellen an den Angeklagten. Hallo. Wollen Sie sagen, dass keine Häftlinge übrig geblieben sind im Lager nach der offiziellen Evakuierung? Das kann ich nicht sagen, ob es welche im Krankenbau geblieben sind. Aber ich habe auf der Lagerstraße, ich war bis an der Glocke gewesen, da habe ich niemanden gesehen. Ob da im Krankenbau welche Kranken gelegen hat, das kann ich in der Staatsanwalt nicht mehr sagen. Ich habe mich dann abgesetzt und ich habe kein Häftling gesehen, aber ich habe auch keinen Herr Toch mehr gesehen. Dass sie eine Portion noch geschnitten haben, für wen, weiß ich auch nicht. Und dass ich im Leichenkeller war, mit ihm, mit dem Messer, das nehme ich nie ab. Das ist nicht wahr. Herr Toch. Nun ja, Sie haben gehört, was der Angeklagte Karduk auf Ihre Aussage erwidert hat. Wollen Sie bei Ihrer Aussage bleiben? Ja. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Sonst von den Angeklagten das Wort erbeten? Nein. Toch, Sie müssten dann das, was Sie uns gesagt haben, beschwören. Können Sie das mit gutem Gewissen tun? Ja. Wollen Sie den Eid in religiöser oder in bürgerlicher Form schwören? In religiöser.